Im Endeffekt ist das Ziel in diesem Level für uns, wir müssen drei Sicherungen suchen. Eine haben wir bereits schon, die zweite müsstet ihr von hier schon sehen. Da hinten, wo die Marco Bartoli-Kopie gerade gestorben ist, da liegt nämlich die zweite Sicherung. So, und diese drei Sicherungen werden uns den Weg zum Levelende ermöglichen. Also es ist... What the fuck? Okay, nee. Da muss ich auf jeden Fall ein großes Medipack auf den Kopf hauen. Der hat uns jetzt ganz übel getrollt und hat ganz, ganz übel gebuggt. Der müsste aber eigentlich unter mir stehen, wenn er mich von da getroffen hat. Wo ist die Sau? Komm jetzt. Zeig dich. Ah, ich mag den Raum nicht. Es gibt noch einen zweiten Raum, der so ähnlich ist. Den mag ich noch viel, viel weniger. Ja, ich sag ja, von der Levelstruktur ist das bombastisch, kreativ, alles. Nee, der wird es uns nicht mehr so einfach machen. Gut, dann gehen wir schon mal eine Etage runter. Das Ding aktiviert ihr. Ein bisschen Gas geben. Hier sind sehr, sehr viele Schalter auf Zeit in diesem Level. Ja, soll er da ballern? Ist mir egal. Wir gehen jetzt erstmal eine Etage tiefer. Dann passt das. Und dann können wir hier rüber und hier unten landen. Das war gerade ein bisschen lebensmüde. Ich will hier bitte von der Rutsche weg, denn wenn ich da runterrutsche, ist auch ganz, ganz schnell Essig mit uns. Konzentrier dich, Wishes. Konzentrier dich. Mach keine Fehler. Wir sind jetzt bei der Hälfte des Spieles. Ich möchte nicht, dass wir hier wieder so von Fortuna abhängig sind, wie wir es in Tomb Raider 1 waren. Hölle, Leute. Hölle. Habt ihr mir wenigstens... Nein, habt ihr natürlich nicht. Warum solltet ihr auch? So, lieber Schalter, was hast du gemacht? Ja, alles klar. Das war mein Grundziel. So, und hier müsste es... Nein, wir müssen erstmal die Klappe... Das war hier, glaube ich, so einer dieser Plattformen im Boden hier. Hier war irgendwo eine versteckte Plattform, hat die Klappe aufgemacht, ne? Ja, die war das. Ah, Freunde, 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 das Wrack der Maria Doria. Ja, im Endeffekt müssen wir diese drei Sicherungen, nicht Sicherungen, Mann. Ah, wie hießen die Dinger nochmal? Auf jeden Fall diese drei Schlüsselobjekte finden. Oh, jetzt will man sich da nicht festhalten. Nein! Och, Mensch! Oh, was? Einfach hinnehmen, Wishes. Einfach hinnehmen und weitergehen. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Als ich habe ja das Spiel jetzt auf Windows 7 nachgespielt. Ich hatte teilweise noch schlimmere Bugs, als wir bereits im Let's Play hatten. Also auf Windows 10 ist das Spiel, habe ich das Gefühl, nicht so, sag mal eben schnell, nicht so fehlerbehaftet. So, hier langsam runterlassen, denn ja, hier ist wieder ein bisschen Lebensenergie einzubüßen. Ich glaube, hier lag aber nichts mehr. Lag hier nicht noch ein kleines Medipack? Nein, lag kein kleines Medipack. Immer werde ich um meine kleinen Medipacks betrogen. Das macht mich traurig. Oh Leute, ich bin groggy. Ich bin groggy. Aber wir kommen gut hier voran. Wie gesagt, ich habe euch gesagt, das ist, glaube ich, wirklich eines der längsten Level in ganz Tomb Raider 2. Und, nee, wir müssen hier erstmal runter. Hab ich die Tür geschlossen? Bitte, sag mir, dass ich die... Nein, ich habe es nicht gemacht. Jedes Mal mache ich denselben Fehler. Wäre diese Tür jetzt wieder zu, die wir öffnen mussten, um an den Schalter ranzukommen, könnten wir jetzt durch zum zweiten... Meine Güte, wie hieß die Scheiße jetzt? Zum zweiten Unterbrecher, zum dritten Unterbrecher sogar. Wir haben schon die anderen beiden. Aber da ich Vollidiot bei meinem Erklären vergessen habe, die Scheiße zurückzusetzen, haben wir jetzt den Salat... Und ich muss da wieder runter. Glücklicherweise haben die Macher an so Vollidioten wie mich gedacht, die es jedes Mal vergessen und haben hier mit der Luke eine kleine Abkürzung geschaffen. Und ich höre hier irgendwo Gegner. Oh Gott! Gott, hab ich mich erschrocken! Hab ich mich erschrocken, Alter! Oh Gott! Fickt euch! Fickt euch, das ist nicht euer Ernst! Oh, ich höre die Gegner vom Weiten. Oh Gott! Mein Herz, hab ich mich erschrocken! Das kann nicht angehen. Aha. Leute. Was macht ihr mit mir? Leute, Leute, Leute. Boah, meine Pumpe. Jetzt habe ich mich so ins Delirium gequatscht. Oh, Leute. Ihr solltet vielleicht wissen, ich sitze hier gerade in komplett dunklen, weil meine LED-Lampen diese Woche natürlich auch kaputt gehen mussten.
Ja. Und dementsprechend, weil wir dicken Sommer haben, ich die Fenster offen habe und keinen Bock hier jede Insektenart einmal im Wohnzimmer verteilt zu haben, habe ich mich dazu entschieden, ja, im Dunkeln jetzt aufzunehmen. Also meine ganze Wohnung wird nur von meinem kleinen Desktop beleuchtet, vor dem ich hier gerade hocke. Oh Gott, und ich habe mich deswegen jetzt so in den Bildschirm verloren, dass ich den Rückweg gerade gar nicht mehr finde. Ich habe mich gerade so im Bildschirm verloren und ich höre so von hinten leise die Geräusche, wie die Typen kommen. Oh, Freunde, ist das aufregend. Leute, 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 ja. Das waren die Jumpscares unserer Kindheit. Dezente Geräusche und den Spieler in seinen Bann ziehen und alles andere läuft dann von allein. Apropos von alleine laufen. Guck mal, Leute, ich habe den dritten Unterbrecher, damit haben wir's. Wir haben das Level noch nicht ganz, weil mit dem drei Unterbrechern ist leider noch nicht die ganze Miete im Kasten. Ich würde mal sagen 70%. Die Kaution müssen wir auf jeden Fall noch bezahlen. Oh, ich mag den zweiten Bereich hier noch weniger als den ersten Bereich. Wie gesagt, ich kann hier nur das wiederholen, was ich bereits im Wrack der Marie, nee, Quatsch, im Opernhaus schon mehrmals gesagt habe. Jetzt bringe ich hier alles durcheinander. Geile Level-Idee, geile Struktur, aber oh Leute. Nervig, nervig. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Bin ich da gelandet, wo ich landen wollte? Ja, bin ich. So, und jetzt sind wir wieder in der Haupthalle. Kurz auf den Boden gucken, nicht, dass ich wieder in den Freitod springe irgendwie oder so. Das wollen wir ja nicht. Gut, 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 gut. Alles Roger in Kambodscha. Übrigens, für die, die es interessiert, als ich nachgespielt habe, ich bin ein paar Mal gestorben. Ich meine, ist für unsere Statistik ja egal. Wichtig ist, was hier im Let's Play ist. Also ich habe, naja, auch nicht ohne euch irgendwie weitergespielt oder so. Aber ich bin ein paar Mal gestorben. Das hat mich sehr gewundert, weil ich halt auch teilweise. Ich habe mal probiert, ohne Medipacks zu spielen. No Medipack Run, ich weiß nicht. Vielleicht irgendwann in 5 Jahren setzen wir uns an dem mal dran. Aber ich habe so gemerkt, meine Spielart ist es einfach nicht. Wo, ich finde jetzt gerade den Weg nicht raus. Wo geht's denn hier raus? So. Jetzt können wir zur anderen Seite des Wracks gehen. Und dort die Unterbrecher einsetzen. Ja, wir haben hier alles. Secrets haben wir alle. Die Nerven haben wir hoffentlich noch alle. Wenn Lara weiter gegen jene unsinnige Scheiß hier springt, habe ich sie bald nicht mehr. Ja, dann haben wir im ersten Bereich alle. Gut, dann geht's ab in den zweiten Bereich. Ich glaube, das ist sogar das Heck, wo wir uns jetzt langsam hinbewegen. Denn das Ziel ist es ja, aus diesem Wrack hier irgendwie wieder rauszukommen. Ich finde es immer noch so geil designt. Auch so von den Farben her. Das muss man wirklich sagen. Ich habe mich da auch mal schlau gemacht, gerade wegen der Technik, als wir damals das Problem mit dem Musikfiles hatten. Das Spiel hat auf dem PC. What the fuck? Immense Probleme. Okay, nee, leckt mich, Leute. Leckt mich. Das machen wir mit dickeren Knarren. Knallst du auf den richtigen, Fräulein? Ich hoffe doch. Stirb. Tut mir leid, das war es mir wert. Also auf den Müll habe ich jetzt keinen Bock. Ich habe keinen Bock, mich von denen hier hin und her jagen zu lassen. Und im schlimmsten Falle lockt der Assi mich noch in das Feuer, was wir jetzt gleich ausmachen werden. Nee. Jetzt fängt es so langsam an, wo wir hier die dicken Kaliber auspacken werden. Ja. Spätestens ab dem nächsten Gebiet wird es dann richtig losgehen. Da werden wir hauptsächlich mit dickeren Kalibern rumlaufen. Zumindest in ein, zwei, an ein, zwei bestimmten Stellen. Gut, hier haben wir auf jeden Fall das Feuer. Wir müssen den Block da hinten bewegen. So, und da Lara keinen feuerfesten Anzug dabei hat, sondern nur einen Taucheranzug, heißt das, wir müssen die Scheiße hier erstmal nach und nach ausmachen. Dafür haben wir uns das ganze Theater hier gegeben. So, Nummer 2. Ja, das ist ein richtig oldschooliges Tomb Raider 1 Level vom Design her, ne? Ich habe gerade auch so ein paar Flashbacks zu Nadlers Katakomben aus Tomb Raider 1. Ich mag diese Art von Level. Das bringt Abwechslung rein. Das muss man wirklich sagen. Die Level-Designer wussten, wie sie Abwechslung reinbekommen in ihr Spiel. Obwohl man sagen kann, so vom Aufbau nicht immer das Gleiche, ne? Aber nee, doch, Leute. Sie haben sich designtechnisch schon was einfallen lassen. Ich glaube, wir müssen das Ding durchschieben, ne? Hier oben konnten wir hin, ja. Muss noch mal einmal geschoben werden hier auf die letzte Plattform. Und dann haben wir es.
Ich bin jetzt gerade am Überlegen, kann uns doch irgendwas gefährlich werden? Ja, wir müssen noch tauchen. Wer hätte das gedacht hier? Also, ich weiß, für das Gebiet haben wir hier in diesem Level ziemlich wenig getaucht. Seid da nicht enttäuscht. Das kommt noch, genauso wie dieser Schläger hier. Oh ja, ihr campt aber auch an den unmöglichsten Stellen, ne? Da haben wir auch wieder mehr Lebensenergie liegen lassen, als eigentlich hätte sein müssen. Und natürlich hat er uns nichts liegen lassen. Stattdessen hat er es uns nur weggenommen. So, und jetzt haben wir hier diese Plattform verändert. Ich sag ja, keine Ahnung, wie die Konstruktion hier funktioniert. Ich bin kein Schiffsbauer. Ich weiß nicht, wie Schiffe gebaut werden. Aber ich glaube, realistisch ist das hier nicht. Aber naja, wir haben ja schon bei 40 Faden gemerkt, dass die jeden möglichen Scheiß und jede mögliche Mechanik in ihr Schiff eingebaut haben. Viel gebracht hat es der Maria Doria, wie es aussieht, trotzdem nicht, denn ja, gesunken ist sie trotzdem. So, hier rüber. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Okay, da ist Wasser. Ich traue hier solchen tiefen Höhen nicht mehr. Tut mir leid. Dann kann Lara rumbrüllen. Ist okay, solange sie brüllt, mache ich mir keinen Kopf. Wenn das Brüllen verstummt, dann wird's problematisch. So, apropos problematisch, jetzt kommen wir in den Bereich, wo ich gerne doppelt und dreifache Wege gehe. Denn, wie ihr seht, ist das nicht der bestbeleuchtetste Bereich der Maria Doria. So, wir nehmen nochmal ein kleines Medipack. Wir haben hier gut Medipacks bekommen. So, und jetzt schaue ich mal, ob ich die Barracudas hier schon mal killen kann. Weil das sollte eigentlich das letzte Medipack sein, was wir hier verwenden werden. Aber Leute, ich weiß auch nicht, ich habe es echt geschafft, in dieser einen Woche bei dieser Scheißhitze mich zu erkälten. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe. Ich kann es euch nicht sagen. Da steht noch ein Typ! Da läuft noch ein Typ! Da läuft noch ein Typ! Da läuft noch ein Typ! Stirb, Typ! Stirb, 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 stirb. Das ist meine Ode an den Tod. Stirb, Schlägertyp. Er hat hart gekämpft, sich wacker geschlagen, doch wurde dann erschlagen. Von Madame Croft. Aber charmant. Gut. Oh, Leute, Leute, Leute. So, öffnen wir mal die nächste Tür. Gucken wir mal, was sich hinter Türchen A befindet. Hier befindet sich ein Schalter. Ja, jetzt geht das Schaltergerenne los wieder. Ah, wir lieben es doch alle. Das haben sie in Tomb Raider 2 immer liebend gerne gemacht. Da haben sie richtig Spaß gehabt. Und das alles nur, um an diesen Schalter da ranzukommen. Ja, merkt euch das, Leute. Merkt euch das einfach. So, das müsste die zweite Tür sein. Ich muss aber echt sagen, so dieses Gefühl hier, ne, vor allem mit dieser Hintergrundkulisse jetzt, wo sie ja wieder endlich läuft. Oh, Leute, ich habe das als Kind so hart abgefeiert. Ich meine, wenn man jetzt mal ganz scharf drüber nachdenkt, was sich über uns alles befindet. Wir sind ja wirklich in einem Wrack unter Wasser, kann ich das so sagen? Ja, aber eine andere Möglichkeit habe ich gar nicht. Ich könnte das höchstens reindrücken, ne? Hat das Ding reindrücken? Ich weiß es nicht mehr. Nee, dann kann ich es aber von hier aus reindrücken. Wahrscheinlich, weil rausschieben kann ich es nicht, ja. Entschuldigung, ich musste gerade husten. Ja. Aber trotzdem, wenn man so im Hinterkopf hat, ne, was so gerade außerhalb von uns ist, weil dieses Wrack befindet sich ja unter Wasser. Wir werden im übernächsten Level, werden wir langsam Richtung, hier sieht man es gerade, hier der weite Ozean außerhalb. Das gibt einen schon ein mulmiges Gefühl im Magen. Ich sag ja, atmosphärisch und designtechnisch, Eidos, 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 ihr gehört da zu den ganz, 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 ganz Großen. Und das auch heute noch. So, den nächsten Raum, den wir geöffnet haben, erstmal die Magnum-Munition mit dem, die werden wir mehr als gründlich gebrauchen können. War der Raum nicht hier irgendwo? Warte mal, wo ging es denn hier? Hier ging es, glaube ich, zum Secret, ne? Nee, doch, müsste hier gewesen sein, oder nicht? Ich hab's euch gesagt, mein Kryptonit, dieser Raum hier. Ja, hier geht's zum Secret und zum Schlüssel, den wir gleich noch brauchen werden. Wir machen zuerst das Secret. Ach du Scheiße. Oh Gott, Haie in Ausbildung sind auch dabei. Okay. Das war, glaube ich. War das da? Ich glaube, das war hier vorne. Das haben sie ziemlich assi versteckt. Ist auch eine gute Möglichkeit, um hier nochmal Luft zu holen. Ihr seht nämlich gerade, dieser Wasserbereich ist ziemlich groß. Und da liegt Secret Nummer 3. Bling! Sogar das
funktioniert wieder. Und wir haben die letzte Waffe, die... Oh Gott! Nee, ich nehme ein großes Medipack. Entschuldigung, die Haie ziehen mir zu viel ab, Leute. Ist mir gerade richtig egal, aber der hat mich gerade ganz, ganz böse erwischt. Nee, 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 nee. So, hier einer der miesesten, verpassbarsten Schlüssel überhaupt. Weil das Teil, das haben sie mal wieder schön in alter Tomb Raider 1 Oldschool-Manier mit der Grafik verschwimmen lassen, sozusagen. Haha, wusch, das ist wieder witzig. Ja, ich hasse diesen Schlüssel. Habe ich damals stundenlang nachgesucht. Werde ich auch nie vergessen, wo dieser scheiß Schlüssel lag. Ja, gut, Granatenwerfer haben wir. Damit haben wir wieder alle unsere Waffen. Wieder plus die M16, die wir vorher ja nicht hatten. Ja, ja, wir sind fett bewaffnet, perfekt vorbereitet für den nächsten Bereich, beziehungsweise fürs übernächste Level auf jeden Fall. Das nächste wird noch gehen, aber das übernächste Level, das wird unappetitlich, Freunde. Das wird unappetitlich. So, hier ist auch der Raum, den ich gerade geöffnet habe. So, und hier haben wir einen weiteren Schalter. Was hat der denn jetzt aufgemacht? Warte mal, habe ich jetzt gerade? Nee. Ich bin verwirrt. Wish ist verwirrt. Warte mal. Hä? Jetzt bin ich vollkommen durcheinander. Ja, schöne Kamerafahrt. Sieht alles voll toll aus. Eigentlich ist unser Ziel, diese Klappe da aufzukriegen, damit wir das Ding nach vorne schieben können. Ist unser Ziel, ja? Warte mal, jetzt muss ich mich mal gerade kurz umgucken. Mach mal ihr Licht am Hand. Sieht ihr in dem Scheißladen ja auch nichts. Wo war denn hier der Scheiß... Warte mal, nee, das war das andere Tor, oder nicht? Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen selber durcheinander gebracht. Leute, ich muss mir mal eben kurz einen Überblick hier von diesem Level verschaffen. Ich renne hier wieder an der dritten Tür vorbei, ich sehe das gerade. So, das müsste der Raum mit der Klappe sein. Nein, müsste er nicht. Mach das Ding wieder runter. So, das, den Schalter, den habe ich nämlich wieder rückwärts aktiviert. Das. Ah, jetzt finde ich gerade nicht den scheiß dritten Raum, wo das Schlüsselloch war. Wartet mal. Das passiert mir ja auch immer wieder, weil du dich hier so leicht verlaufen kannst in dem Fackladen. Nee, von da sind wir hergekommen. Jedes verdammte Mal passiert mir das hier. Jedes fucking Mal. Ja, hier haben wir's. Oh, Leute. Der Kabinenschlüssel, der kann da jetzt rein und da müssten wir den Schalter haben, um unten die Luke zu öffnen, um dann den blöden Klotz nach vorne zu schieben. Und dann können wir auch den Schalter oben betätigen und den Raum verlassen. Vollkommen umständlich, Alter, weißt du? Wahrscheinlich haben die beabsichtigt, das Schiff untergehen lassen. Bei der Konstruktion, die hier teilweise haben, ey. Stellt euch mal vor, ihr müsstet diese Scheiße jedes Mal machen, wenn ihr irgendwie zur Arbeit wollt, weil ihr einen Raum verlassen wollt oder so. Das ist ja Banane in der Birne. So, das Ding nach vorne schieben. So, das Ding runter. Und jetzt müssen wir den Raum mit der Klappe finden. Genau. Wir haben es gleich, Freunde. Durchhalten. Wacker durchhalten, wir haben es gleich. So, der war das nicht, oder? Nein, der war das nicht. Ich glaube, der war... wieder hier an der Seite, oder? Ich verlaufe mich hier halt jedes fucking Mal. Egal, wie oft ich diesen Rotz spiele. Hier ist die Klappe. Die ist nämlich auch auf Zeit. Das ist nämlich noch ekelhafter. So, und jetzt müssten wir es, glaube ich, auch gleich haben. So, vorsichtig. Ja, jetzt sind wir im letzten großen Raum. Habe ich euch gesagt, wir werden nochmal in so einer großen Halle landen. Der ganze Laden steht ja hier auf dem Kopf, wie ihr seht. Oh, ist das cool, wieder Mucki hier zu haben. Na, wo rennt er rum? So, hier jetzt noch einmal aufpassen. Noch ein einziges Mal. Da können wir runter. Können wir. Müssen wir nicht, aber wir könnten. Ich will nur eben kurz nochmal gucken, ob hier oben noch was rumfliegt. Aber dann können wir... Boah, ich habe gerade richtig Angst im Nacken. Glaubt ihr das? Da können wir nicht runter. Da unten sind übrigens Taucher, wie man gehört hat. Und gemeine Typen. Böse Gauners. Zwei an der Zahl. Lara, wo schießt du hin? Kamera, 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 Kamera.
Mach mir hier jetzt nicht hier noch einen Strick aus der ganzen Sache. Oh, vorsichtig, egal, wir gehen da jetzt runter. So, hier können wir nämlich stehen. Ja, und er ballert da hinten schön mit seiner Schnellschuss-Pumpgun. Da kommt auch direkt sein Kumpel. Okay, ich weiß nicht, ob ich noch ein kleines Medipack nehmen soll. Das werde ich gleich spontan entscheiden. Vorher nehmen wir die M16-Munition mit und das kleine Medipack, welches sie uns hier noch anbieten. Oh, Leute, Leute, Leute. Da sind auf jeden Fall noch Taucher drin. Die würde ich gerne vorher killen, wenn ich darf. So, hier lag auch noch M16-Munition. Wir haben einiges verballert. Sehr viel M16-Munition. Wir haben einiges verballert hier. Ja, ich glaube, die Taucher, die kommen nicht mehr raus, ne? Kommt, Jungs, ich will spielen. Mama will spielen hier. Ne, fuck. Okay, dann gehen wir rein. Da muss ich jetzt ein bisschen Gas geben hier. So, die. Ah, ja. Alles klar, ich erinnere mich. Ich muss mal eben kurz Luft holen. Passt auf. Nein, Tauch! Nein, ich will jetzt. Ich muss ein Medipack nutzen. Sorry, das ist zu knapp. Ich wollte kein Medipack mehr nutzen für diese. Weil wir haben das Level gleich beendet. Aber Madame wollte jetzt nicht schnell genug tauchen. Hier hinten geht's weiter. Hier ist auch das Levelende. Wir wären jetzt gestorben, wenn ich das. Das ist zum Kotzen, ey. Vor allem hier, wegen dem Kameraden hier. Ich hasse ihn. Wie oft der mich schon hier gewone-hittet und gefressen hat am Ende. Oh, das ist ganz, ganz ekelhaft. So, durch, 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 durch. Wir haben's gleich, wir haben's gleich, wir haben's gleich. Und das war's mit dem Wrack der Maria Doria. Medipacks. Ja, weil wir am Anfang halt verbrauchen mussten. Gut, Leute, chaotisches Level, geiles Level vom Design, aber ich bin froh, dass wir es hinter uns haben. Das nächste Level wird wieder ein bisschen chilliger, in Anführungsstrichen. Und, oh Gott, der nächste Horror kommt im letzten Level von diesem Gebiet. Aber vorher müssen wir erstmal ganz andere Sachen meistern. Was das sein wird, seht ihr das nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann, Freunde, haut rein. Ich wünsche euch was. Euer Wishes.